So, bei mir jetzt die ersten drei Helden der Spielgemeinschaft KSV und EVZ, nämlich aus Zeltweg von den Murtal Lions und ja, vom KSV aus Kapfenberg. Ich begrüße ganz, ganz herzlich die ersten Interviewstars des Tages, den Marco Edlinger mit der Nummer 77 heute am Feld gewesen und im Finale dann nochmal, den Pascal Leitenbauer mit der Nummer 3 und den Mika Eberhardt mit der Nummer 51, nicht 15 wie normalerweise, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Sehr gut. Fangen wir mit einer Frage an, die mich brennend interessiert und natürlich auch die vielen Mamis, Papis, Omis, alle, die da zuhören und sich das anschauen. Wie lange, vielleicht einer nach dem anderen, spielt ihr denn schon? Eishockey schon 6 Jahre. Und Inlineskaterhockey? Erstes Jahr. Eishockey spiele ich schon fast 6 Jahre und Inlineskater ist eines. Eishockey spiele ich erst 2 Jahre und Inlineskates 1 Jahr. So, das heißt, ihr spielt alle zumindest länger Eishockey und seit einem Jahr jetzt auch Inlineskaterhockey. Wie seid ihr dazu gekommen? Warum spielst du jetzt auf einmal Inlineskaterhockey? Weil es die Bundesliga-Profis anmachen oder warum? Weiß ich nicht. Macht es einfach Spaß, oder? Ja. Mir macht Spaß, manchmal in Kralschitz zu spielen und... Und wie bist du dazu gekommen? Hat da irgendwer gesagt, gehen wir dorthin? Oder habt ihr vom Verein eine Idee gehabt, dass das jetzt auch macht? Nein. Ich bin dazu gekommen, in Bruck, da sind so Eishockeyspieler gekommen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich auch will. Dann sind wir zur KSV gegangen und haben gefragt. Und dann bin ich dazu gekommen. Super, das heißt, im Endeffekt seid ihr einmal zum Eishockey spielen gekommen und dann in weiterer Folge jetzt zum Inlineskaterhockey. Ja, und man kann sagen, recht erfolgreich, wie ich das so beobachten kann, weil bis jetzt schießt ihr alle vom Platz, oder? Ja. Und macht das Spaß? Ja. Ja? Wie viel Spaß? Sehr viel. Ich höre euch nicht. Wie viel Spaß? Sehr viel. Okay. Naja. Was gefällt euch denn besonders am Inlineskaterhockey? Was ist so cool am Inlinehockey, am Eishockey, die ganze Sportart? Was ist da so cool? Was taugt euch am meisten? Ich finde es cool, dass man mitdenken muss ein bisschen und nicht einfach irgendwas machen kann. Dass man was kennen muss fürs Eishockey. Ja, und ich finde es cool, dass es Spaß machen soll und... Ist ja wichtig, oder? Ja. Ich finde es cool, weil es Spaß macht und man verschiedene Gegner hat. Also messen auch mit anderen Mannschaften, gell? Okay. Und wie schwierig ist es für euch, wenn ihr dann eigentlich jetzt Eishockey gewohnt seid mit den Kufen, dass ihr auf einmal Rollen unter euch habt? Ist das schwer? Das Fahren ist schwer, weil Schießen ist ziemlich gleich wie beim Eishockey. Wegen dem Ball, meinst du, weil er ein bisschen leichter ist als der Puck, oder? Ja, aber es ist trotzdem ziemlich gleich. Es ist eigentlich von ungewöhnt, dass jetzt auf einmal also nicht so schnell bremsen kannst und sowas. Also gar nicht so leicht, oder? Gar nicht so leicht. Ich bin voll ungewohnt, das Bremsen und... Ja, das Bremsen, oder? So wie er auch schon gesagt hat. Und was ist deiner Meinung nach schwieriger? Das Umgewöhnen von Eislauf schon auf die Inlineskater-Rollen und Inlineskates oder umgekehrt? Wo tust du da schwerer oder leichter? Bei Eishockey. Was, wieder zum Eishockey umgewöhnen ist schwerer oder vom Eishockey auf die Rollen umgewöhnen? Leichter ist für mich am Eis. Ja, für mich eigentlich auch. Von Eishockey auf Rollen umgewöhnen ist schwerer. Na klar, weil es ist auch gewohnt seid, du spielst ja 2 Jahre gell, am Eis und ihr spielt beide schon 6 Jahre am Eis. Ist man natürlich mehr gewohnt. Wie lange habt ihr gebraucht? Ein Spiel, oder? Bis ihr euch umgewöhnt habt? Wir haben vorher schon trainiert. Das erste Training war nichts. Da haben wir uns dann am Ende auch schon relativ gut ins Spiel gefunden.
Eigentlich habe ich nur ein Training gebraucht. Und dann geht es eigentlich schon viel besser. So, und jetzt sagt mal ganz kurz, wie ist denn bis jetzt die österreichische Meisterschaft für euch gelaufen? War das erfolgreich? War es cool? Erzählt mal ganz kurz aus eurer Sicht. Habt ihr Tore gemacht? Habt ihr Tore verhindert? Die ersten zwei Spiele waren relativ leicht und lustig. Hat es Spaß gemacht? Ja. Ja. Tore geschossen? Ja. Aufgeregt auch? Ja. Du bist der Topscorer, oder? Hast ja schon jede Menge Punkte heute. Ja. Aber kommt es darauf an, oder? Worauf kommt es an für dich? Spaß haben. Spaß, gell? Wie? Der Spaß ist für mich und... Aber vorgestern. Ja. Jetzt habe ich die allerwichtigste Frage an euch. Wie gut sind die Schnitzelsemmeln? Sehr, sehr gut. Gut. Hast du alles gegessen? Ja. Ein bisschen Stärkung braucht man zwischendurch, oder? Sehr gut. Ich habe gesehen, ihr seid als Mannschaft schon sehr erfolgreich unterwegs. Ich habe da zum Beispiel den Pascal, der hat heute in zwei Spielen schon 4 Tore gemacht. Stimmt das? Ich weiß nicht genau, aber glaube schon. Die Statistik sagt das, da schauen die Erwachsenen drauf. Ganz wichtige Sache für die Profis, für später mal. Willst du ein Profi werden? Ja. 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 Natürlich, oder? Was soll man drauf sagen? So, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für euer Interview. War spannend, war lustig. Man sieht euch den Spaß an und wünsche euch ganz viel Erfolg fürs Finale. Wer steht jetzt im Finale mit euren Kollegen? Ja. Und jetzt esst noch ein Schnitzelsemmel, trinkt noch was, das fit seid. Und dann sehen wir uns im Finale. Ich drücke euch die Daumen, okay?